älteste Generation, die hier im Museum ist. Bern hat ja, wie man nachher in der Geschichtswand sieht, 1890 angefangen mit dem Luftramfahren. Da wird das ja als 125 Jahre Jubiläum gefeiert im Herbst. Und 1894 haben wir die zweite Tramlinie gebaut mit dem Dampftram, wo wir da vorher an dem Anhänger vorbeigelaufen sind. Mit dem offenen Plattform. Aber das ist nicht das älteste Fahrzeug hier im Museum, das ist nämlich ein Nabau. Das ist eine Berner Tramway-Gesellschaft, die das Dampftram betreibt. Hat in den 90er Jahren bis 2001 aufgebaut und das Dampftram restauriert. Und da fahren wir jetzt seit rund 15 Jahren wieder. Der Wagen ist, wie gesagt, oben dran ist komplett neu. Nur die Drehgestelle sind alt, die sind von einem Güterwagen von Donantri Oberlandbahn. Aber das Dampftram selber ist nicht hier drin, weil das braucht eine Grube, damit man gut schmieren und unterhalten kann. Das ist immer im Depot Eigenplatz eingestellt und wird auch von dort aus betrieben. Aber wie ihr sicher wisst, hat Bernmobil nicht vorigen Platz, darum ist eben der Anhänger immer hier oben. Wenn aus dem vor der Fahrt muss der hier oben im Weissenbühl geholt werden. BärenTV direkt mit dem Jacki René. 125 Jahre BAW mit dem Dampfzug. 125 Jahre Berner Oberlandbahn. Innen.